Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 6. Wir machen sofort weiter und haben hier den Code zu knacken. PA auf jeden Fall. Jetzt haben wir 89 ist NO. Okay. NO. Auf jeden Fall, Freunde, wie immer natürlich danke für eure Unterstützung. Bis hierhin, liken, kommentieren gerne auch weiterhin. Vielen Dank dafür. Und ja, jetzt haben wir, warte mal, 4-2. 4-2 ist PT. PT, mach ich das gerade richtig eigentlich? 1-6 ist ES. ES. Panoptis, okay. Jo, alle tot. Scheiße, Mann. Okay. Gestern Morgen, Commander. Das ist kaum genug Zeit, um vollständig... Zeit? Ja, das Risiko einer Konter... Ich wäge die Risiken ab. Commander, wenn... Ist das? Wir haben getan, wofür wir gekommen sind. Die Waffe wurde verschickt. Verschwinden wir, bevor die CIA oder die Russen uns bemerken. Deutlich genug? Ja, Ma'am. Wir sind vielleicht schon kompromittiert, der Unruhe im Lager nach zu urteilen. Kommt mit mir. Schlechte Nachrichten. Lass hören. Die Waffe wurde verlegt. Harrow hat selbst bestätigt. Jane ist hier? Jetzt? Hab sie gerade auf der Überwachung gesehen. In einem Labor. Vermutlich unterirdisch. Herrgott. Okay, neuer Plan. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Wir stiften Chaos und schnappen Harrow. Unverletzt. Ich habe ein paar Fragen. Ich suche einen Weg unter die Erde. Rücken jetzt aus! Seth, Zeit, das Radar vom Netz zu nehmen. Erledigt. Arcus 1, aus Nordosten nähert sich ein Flugobjekt mit hoher Geschwindigkeit. Siehst du das? Irgendwas? Sieht aus wie ein... Alles klar, Mann. Wir nähern uns der Basis. Wie läuft es da unten? Unterwegs zum Treffen. Ich glaube, ich kenne den Weg zur Halle. Genau das will ich hören. Warum bleiben die Idioten stehen, ey? Keiner weiß so genau. Achtung! Alter Schwede. Raketen und Helikopter unterwegs. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Let's go, geil. Wir werden angegriffen. Kleinkaliberbeschuss. Schützen unterhaltig. Schaltet sie auf. Raketenwerfer unterhalb. Auf den Dächern. Macht Zeit unter ihnen. Junge, bin doch dabei, Mann, bin doch dabei. Gute Arbeit. Gehen wir runter. Case, mir nach. Arthur, du Box Case. Okay. Direkt hinter dir, Case. Perfektes Timing. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der Weg unter die Erde liegt auf der anderen Seite der Basis. War doch klar. Geh voran. Junge, 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 was ist das für eine Mission schon wieder? Sehr, sehr nice. Hab ein Ziel. Oh, Junge, ey, wie oft ist es jetzt schon passiert, dass ich der Granate entgegenlaufe? Der kriegt wieder gar nichts mit, ey. Der Kollege kriegt wieder gar nichts mit, ne?
Splittergranate nehmen wir ganz gerne mit. Warte kurz, warte kurz. Hier ist, glaube ich, nichts. Ne. Verdammt, verdammt! Sehr gut. Hier sind auch noch mal Platten. Hier, ja, damit. Holy shit, natürlich in dem Moment. Mann, Alter, wirklich so eine Scheiße hier. Pantheon auf dem Dach. Haben wir eine Eliteeinheit? Ja, ja, ich sehe ihn. Granate. Achtung, Pantheon Fernlenkladung. Hab ich ihn? Ich glaube, ich hab ihn, oder? Wo ist die Kohle aber jetzt von denen? Wo ist der verreckt? Da kommen noch mehr Patronen. $60 lassen die nur droppen, ey. Mann, 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 Mann. Money. Oh, die Knarre war scheiße, Mann. Oh mein Gott, ey, wirklich, was habe ich für ein Pech? Was habe ich für... Ja, warum laufe ich da auch raus, weißt du? Also das jetzt, nachdem ich da angeschossen wurde vom Raketenwerfer, nochmal rauslaufen, das war richtig dämlich. So, Freunde, weiter geht es. Okay, ich habe das jetzt nochmal kurz nachgespielt. Ja, ja, ja. Und er rennt weg wie ein Feiglinger. So, hier sind wir richtig los. Anscheinend. Anscheinend sind wir hier richtig. Panzerung mitnehmen. Felix, wir gehen unter die Erde und suchen Harrow. Hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Jay, was zum Teufel? Was machst du? Leg deine Waffen nieder. Ich kann dich und die anderen hier rausbringen, Troy. Troy! Sehr gut, ey. Gehen wir, Kex! Durch die Türen! Nach dir, Kex! Okay, Disruptor und C4. Oder? Warte mal. Okay, gut, gut, gut. Machen wir weiter. Ja, ja, du bist hinter mir. Sehr gut, sehr gut. Boah, er will es richtig wissen, scheiße. Ja, ja. Gesichert. Weiter geht's. Wir können Jane nicht noch mehr Zeit lassen. Hartnäckig wie immer, Troy. Aber das hier ist eine Nummer zu groß für dich. Dreh einfach um, bevor du verletzt wirst. Oder Schlimmeres. Halt doch die Fresse, Alter. Halt doch einfach die Schnauze, oder? Das ist mein Ernst. Wir schaffen das. Los! Ach, scheiße. Oh, scheiße. Weg, weg, weg. Du
Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute? Okay, das ist auch ein Spezialgegner. Das war auch ein Spezialgegner. Du weigerst dich, das große Ganze zu sehen. Du hast keine Ahnung, was wirklich los ist. Ich habe versucht, es dir beizubringen, aber du hörst nicht zu. Letzte Chance, Troy. Ich kann dich hier lebend rausbringen. Ich biete dir dieselbe Wahl, Jake. Ich habe deinen Mut immer bewundert. Das macht es so schwer. Okay. Vorsicht, Minigun! Minigun? An alle Stationen, Waffenübergabe, Vorsicht, da war die Minigun, Junge! Na, wo ist die Knarre? Kann man die nicht aufheben? Doch, hier ist sie doch. Okay. Ist hier noch irgendwo einer oder was? Ach, der lebte noch! Oh mein Gott! Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Okay, hier geht der Temperat. Case, links. Seth, mit mir. Okay. Dann gehe ich mal links, Alter. Aber ist das hier die Mine, wo Until Dawn gespielt hat, oder was? Case, ich weiß, dass du mich hören kannst. Troy hat seine Wahl getroffen, aber das muss nicht deine sein. Du hast eine Gabe. Lass sie nicht hier im Dreck verrotten. Halt doch mal deine scheiß Schnauze. Junge, die werfen die Granate aber echt. Ich wollte sagen, wann explodiert die Scheiße. Wir können nicht ändern, wie es endet. Hör nicht auf die Cats! Na, ich wette mit euch, die kennt bestimmt irgendwelche Wörter, die uns dann irgendwie aktivieren oder sowas, oder? Was meint ihr? Meint ihr, das passiert noch? Ich glaube ja. Habe ich gesagt. Okay. Lächerlich. Lächerlich, Junge. Einfach nur lächerlich. Oh shit, was passiert jetzt? Der Klassiker. Aufeinander, oder Case? Ich nehme an, Gustav hat euch hergeführt. Ich wusste, er würde uns enttäuschen. Aber ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Partner. Ich wette, du weißt das selbst ganz genau. Ich respektiere dich, Case. Das tue ich wirklich. Du gibst dich voll und ganz deiner Arbeit hin, hast Prinzipien. Auch wenn du es nicht glaubst, die habe ich auch. Nur eine Frage der Perspektive. Jane, du stellst eine biologische Waffe her. Oh, das
Das ist also deine rote Linie, Case? Die Art der Waffe? Welche Rolle spielt die Form, wenn sie deine Werte beschützt? Was, wenn du eine Person mit der Waffe tötest, aber du rettest zwei Leute? Ruhig! Ruhig! Du kannst mich töten, Troy, aber du kannst das hier nicht aufhalten! Ich lass mir nicht gerne sagen, was ich nicht kann. Felix, bereit machen. Wir kehren zurück zum Turm. Mit einem Gast. Was ein Spruch. Wer hat denn Glück da unten? In Deutschland haben wir ein Sprichwort. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das schließt auch Harrow mit ein. Wir wissen nicht, wo diese Waffe jetzt ist. Wir können vom Glück reden, wenn Jane anfängt zu reden. Falls. Das wird sie. Auf die ein oder andere Art. Vertrau mir. Wir sind auf dem Heimweg und ich spüre eine riesige Guillotine über unseren Köpfen hängen, die jeden Moment fallen kann. Wen bringen wir hier zurück? Sag kein Wort. Sie hat dieses "Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst" Grinsen im Gesicht. Ich fand das früher niedlich, amüsant. Vielleicht hätte ich es kommen sehen sollen. Sie hat sich verändert, aber ich nicht mit ihr, doch ich konnte den Unterschied nicht erkennen. Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Die Motivation. Sie war Patriotin. Trat in die Fußstapfen ihrer Eltern. Beide CIA. Sie waren ihre Inspiration, glaubten immer an die Mission. Sie hätte sie nie enttäuscht. Was übersehe ich hier? Das ist Zeitverschwendung. Denke nicht, dass sie was preisgibt. Habe etwas Geduld. Hey, wir haben ein Problem. Harrow ziert sich wohl noch. Wie überraschend. Sie hatte etwas in ihrem Unterarm eingepflanzt. Ein Objekt. Felix denkt, es ist eine Art Peilsender. Die wissen, wo wir sind? Wir sollten davon ausgehen. Dann nichts wie raus hier. Bringen wir sie woanders hin. Nein, wir haben dafür keine Zeit mehr. Wir halten hier die Stellung. Wenn das Pantheon sie unbedingt will, ist das ihr Schlachtfeld. Wir müssen sie vorher zum Reden bringen. Unser Terminplan ist ihr egal. Überlass das mir. Ich habe was, was sie zum Reden bringt. Brauche nur etwas Zeit zur Vorbereitung. Das geht klar für dich, Marshall. Richtig? Leg los. Der Rest von uns verbarrikadiert das Haus. Tja, Leute, habe ich das nicht direkt am Anfang gesagt, dass es klar ist, dass es hier eine Schlacht gibt? Also, war ja klar. Wenn du noch was erledigen musst, wäre jetzt die Zeit dafür. Mhm. Sobald wir anfangen mit Harrow, hängen wir hier länger fest. Mhm. Okay, ja, wie gesagt, war ja klar. Ich glaube, das überrascht jetzt keinen. So. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt mal ein bisschen Kohle am Start. Was nehme ich denn? Erhöhte Durchschlagskraft, fallengelassene Waffen liefern mehr Munition. Reduziert das Zittern bei Verwendung eines Visiers. Reduziert die Streuung beim Feuern aus der Hüfte. Schnellere Verwendung der Zielvorrichtung. Reduziert den Waffenrückstoß um 40%. Ermöglicht 22 Magazine. Vom Disruptor getroffene Feinde sind länger betäubt, 50%. Füllt Panzerung und Gesundheit nach dem Niederschrecken von Elite-Kämpfern auf. Let's go. Okay. So, okay, wo ist die Bande denn jetzt? Lass doch nochmal ganz kurz mit denen labern, oder? Wo sind denn alle? Sind alle hier drinnen? Warte kurz. Ja. Ich wette, mit euch hier draußen gibt es irgendwo bestimmt irgendwelche E-Sex oder sowas, oder? Zieht er eigentlich automatisch die Waffe, wenn man hier draußen ist? Nee, auch nicht. Einmal ganz kurz checken, was ist denn hier los? Zu erledigen. Den verdammten Safe im Schlafzimmer knacken. Lokale Munitionsquelle sichern. Kleine Mengen kaufen. Kontaktinformationen für Dumas in Avalon finden. Verbindung zur Fraktion. Ofen zum Laufen bringen. Klavier untersuchen. Fledermäuse loswerden. Kommen sie durch das Aufzugsgitter herein. Sieht aus, als wäre der Schacht zur Meereshöhle vor Jahren eingestürzt. Unter dem Haus befindet sich ein versiegelter Bunker. Wo ist der? Wie kommt der da rein?
Ja, ey, ich bin echt gespannt, wie das Finale ist. Ich muss aber sagen, klar, Hero kennt man jetzt so, aber ich finde sie jetzt so als Gegenspielerin, als Bösewicht für das Spiel super, super lame, muss ich ehrlich sagen. Weil sie kaum zu sehen war bisher, sie hat kaum was gesagt. Ich meine, die Bösewichter jetzt in Call of Duty Stories sind jetzt nie so die krassesten, da sagst du jetzt nicht, oh Junge, das ist, keine Ahnung, Joker-Level oder so, weißt du? Also der gute Joker, nicht der letzte Film. Sorry. Aber bei manch anderen, zum Beispiel, wie hieß er denn? Wie hieß er Makarov, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Tausende Namen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das hatte doch schon viel mehr so, wo man so mehr Hass geschürt hat oder so, oder wo man sich dachte, Junge, die schnapp ich auf jeden Fall, weißt du, mit meiner Bande, wir holen dich auf jeden Fall. Bei ihr denkt man sich so, na. So. Okay, die beiden chillen hier auf jeden Fall. Nutze das Brett, wenn du Harrow reinholen willst. Okay. Sind fast bereit. Schließe bei jedem Besuch des Turms sämtliche verfügbare. Was schon? Haben wir jetzt alle Gespräche, oder was? Wie gut kanntest du Harrow? Wohl nicht gut genug. Als Harrow nach Langley kam, hielt man viel von ihr. Neugier, Intellekt, Ehrgeiz. Ich nahm sie in den ersten Jahren an die Hand. Vielleicht war ich nicht der Richtige für den Job. Harrows Ehrgeiz wurde fehlgeleitet. Nun, er war sicher hilfreich in ihrer Karriere. Sie hat jetzt den größten Einfluss in der Special Activities Division, gleich nach Livingston selber. Was mischst du da zusammen? Der offizielle Name ist Phenosorazin, aber MK-Ultra nannte es Separation. Aber schon länger. Hoffen wir, es hat kein Verfallsdatum. Was macht es? Bei den meisten Testsubjekten beeinflusst es die Psyche, eine Form induzierter Schizophrenie. Wir finden den Teil von Harrow, der mit uns reden will. Was ist mit den anderen Testsubjekten geschehen? Frag nicht. Das ist alles. Wir sollten gleich anfangen. Mann, ich glaube, der Stand jetzt macht alle Gespräche wahr. Das heißt, die anderen sind nicht da. Oder? Ja. Ja, Marshall bereitet wahrscheinlich alles vor mir. Alter, nice Karre, Alter. Nice Karre. Okay. Gut, okay, Freunde. Dann würde ich sagen, ja, klingt sehr krass nach Finale. Dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, wie gesagt, immer noch. Ich finde die Kampagne immer noch gut. Wäre jetzt nicht bei mir in der Top 5 oder so. Aktuell. Mal schauen, wie die letzte Mission ist. Oder vielleicht die letzten. Ich habe keine Ahnung, wie viele noch. Aber macht schon Spaß auf jeden Fall. Macht schon Laune einfach, ja. Das unterhält. Und das soll es ja auf jeden Fall. Gut, okay. Vorne, das war's. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Und schreibt mir doch gerne mal diesmal nochmal als Kommentar, als Codewort, sage ich mal, für die Folge. Baumkrone. Junge, hatten wir das nicht schon? Ich habe keine Ahnung. Schreibt mal Baumkrone als Code in die Kommentare, damit ich weiß, wer hier noch am Start ist. Lasst es euch gut gehen, wie gesagt. Haut rein und tschüss.